Ja, doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Great Millstone. Shalom also auch an die ein Drittel Israeliten, welche Judaskinder implizieren. Die sogenannten Neger Latinos sind Indianer, auch die Israeliten, welche nicht genauso jetzt halt einfach aussehen. Okay, vielleicht sagen wir mal so, die Betonung liegt auf jetzt, weil wir werden ja Aussehen wieder zurückbekommen, sobald wir hier draußen sind. Naja, und welche ich genannt habe, diese Gruppen, okay, denen gehören allerdings ausschließlich, wie wir es hier in Römer 9,4 offensichtlich lesen können, okay, die Hoher Israelites, welche Israeliten sind, zu welchen die Adoption kennt man vielleicht von Kinderadoptieren, also Annahme heißt es einfach, die Herrlichkeit, okay, die Bündnisse, ich übersetze, okay, kannst googeln, ob das die richtige Übersetzung ist, aber so viel Englisch ist jetzt, sag ich mal, also wenn man es hört, sollte man zumindest wissen, dass es stimmt. Ich setze jetzt nicht voraus, dass du jetzt alle Wörter hier selber übersetzen kannst, aber wenn du es hörst, dann solltest du wissen, dass Covenants zum Beispiel jetzt Bündnisse heißt, okay, kannst es auch googeln von mir aus. Das ist jetzt nur mein Intro, ja, und beim Intro gehe ich jetzt nicht in jedes Wort rein, ob das jetzt von der Übersetzung jetzt so stimmt, okay. Also schau meine deutschen Videos, da weißt du es, oder auch meine englischen ist das über mein Intro, ja. And the giving of the law, also die Gabe des Gesetzes, and the service of God, und der Service Gottes, und die Versprechen, beziehungsweise Promises heißt halt Versprechen, ja, in erster Linie. Okay, also nicht inspiriert, sondern eher auch nicht verwundert, ich versuche gerade das richtige Wort zu finden, sondern eher im Anstoß, sagen wir mal so, genau. Also, im Anstoß, weil ich gerade spazieren gegangen bin, oder wohin gegangen bin, und dann habe ich zwei Jugendliche gesehen beim Kiffen, sagt man so im Volksmund, okay, also im Endeffekt beim Marihuana oder Gras rauchen, die auch immer das sagen willst, das kommt auch selber hinaus, denn was ist geschehen in Deutschland? Kiffen ist sozusagen legal, okay. Gibt es irgendwelche Bestimmungen mit von in der Früh 8 Uhr bis 20 Uhr oder so nur draußen und das auch nur irgendwie vor dem Haus, bestimmte Meter und so, also da gehe ich jetzt gar nicht so tief rein, ja, das kann man sich ja alles gerne auf der bundesgesundheitsministerium.de Webseite, also das ist so ziemlich das offiziellste, was ich jetzt auf die schnelle, also BKA, Bundeskriminalamt Webseite oder so, ist das irgendwie so, ja, hier halt Gesundheit spezifisch. Und das ist ziemlich das Offiziellste, was ich halt gefunden habe. Okay, also das kannst du ja alles durchlesen, ja, wenn du willst. Ja. Hier geht es eher um die biblische Lehre, ja, dass du eben keinen Cannabis konsumierst. Okay. Also hier Fragen und Antworten, ja. Also wie gesagt, die genauen Bestimmungen werde ich dir jetzt nicht vorlesen. Also der falsche Vorwand ist natürlich, sie wollen damit den Schwarzmarkt zurückdrehen oder den Schwarzmarkt möglichst verhindern. In Holland, in den Niederlanden machen die das auch schon, wie es bei Hoss und Hopf, dem Podcast, den habe ich geschaut über das Thema. Okay, und da haben sie es eben auch im Gespräch gehabt. Die haben das da schon seit Jahrzehnten und da ist eben der Schwarzmarkt sogar noch erblüht. Okay. Zum einen und zum anderen hat es wieder irgendeinen Vorwand, den sie da haben. Ja, ist halt so, wenn du es jetzt da im Geschäft bekommst, dann musst du die ganze Bürokratie und so weiter machen. Dann ist es wahrscheinlich eh zu wenig. Die meisten sind da so im Exzess, dass sie noch mehr brauchen und dann gehen sie doch zum Dealer in der Ecke und sowieso denken sie, oh, wieso sollte ich so viel bezahlen? Dann gehe ich lieber zum Dealer, da kriege ich es ein bisschen billiger, weil der Dealer kauft es dann wieder so und so ein und also es ist im Endeffekt wieder dieser Teufelskreis, der damit nur angestoßen wird. Und nichts, was Deutschland macht, ist irgendwie für zum Betterment, okay, for the better or something. Oder was eh allgemein macht, okay. Gut, du hast die 10 Gebote weitgehend verankert, okay, falsches Zeugnis und sowas ist ja auch im Gesetz, Bürgergesetz und so weiter. Aber das ist alles so ein Menschenrecht und so, das kannst du alles eigentlich hinschmeißen. Okay, das hast du hier eigentlich nur so, das Gröbste hast du so drin, ja, du sollst nicht töten und so. Da kriegst du hier Strafen und so, also wie gesagt, so ein bisschen die 10 Gebote sind schon drin. Ja, aber so, wenn du hier lügst oder sowas, passiert dir nichts, ja. Also wie gesagt, so ein bisschen sind die 10 Gebote drin, aber zugeben würden sie es zum einen nicht und zweitens
Zweitens ist es nicht wirklich drin. Gut, da hätten wir das geklärt. Also, wie soll Cannabis, wer konsumiert, wie schädlich, wer konsumiert? Also, die Leute, die unter Satans Schutz sozusagen da gedealt haben und sowieso schon gekifft haben, okay, die können es halt jetzt draußen machen, ohne da jetzt irgendwie Polizei zu befürchten, großartig, ja, oder wie es auch in einem Haus und Topf Podcast, ohne dass ich jetzt Podcasts hochhalte oder sowas, aber Haus und Topf ist so der einzigste Podcast, den ich schaue ab und zu. Ja, einfach weil du kannst nicht 24/7 nur Bibelstunden machen. Okay. Du musst auch ein bisschen, was da draußen so abgeht, ein bisschen informiert sein, hin und wieder. Und da eignet sich halt der Podcast von den Themen, die gefallen mir ganz gut, welche Themen da aufgegriffen werden. Deswegen schaue ich halt den Podcast, wenn ich Podcast schaue. Weil sonst halte ich da ehrlich gesagt nicht so viel von. Okay, weil es halt einfach nur Geplapper ist mit nichtigen Worten. Okay, weil sie im Endeffekt keine Bibelverse bringen, nichts über die Bibel. Und halt sowieso eigentlich entsprechend auch nicht sonderlich viel, sonderlich viel Wissen oder eigentlich überhaupt kein Wissen da rüberbringen, okay? Ja, wie gesagt, es ist halt viel Spekulation oder eigentlich nur Spekulation, ja, weil alles außerhalb der Bibel eigentlich Spekulation ist. Okay, Spekulation oder halt Geschichte von mir aus noch, ja. Ja, sagen wir es so, der Schlüssel ist die Bibel, ja, mit den richtigen Daten, okay? Und da hast du noch so Nebendaten, okay? Wie gesagt, die du halt eigentlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht Horst und Topf schauen müssen, okay, um zu wissen, dass der Schwarzmarkt durch die Legalisierung nicht verhindert wird. Also du weißt schon, was ich meine, okay? Ich weiß durch die Bibel, okay, Grasrauchen ist sozusagen in unserem Gesetz illegal, okay, weil wir wissen auch nicht, was die Wörter da so genau bedeuten. Du warst nicht dabei in der Stiftshütte und was weiß ich. Ja, gibt es ja viele Christen oder aus dem Judentum, welche dir das so auslegen, dass da irgendwie Cannabis in der Stiftshütte war und so. Warst du dabei, dass du es sagen kannst? Okay, wir haben heute größtenteils auf der Welt nicht mal das Althebräisch direkt so auf, wo wir sagen können, das ist 100% genau so und so geschrieben und ausgesprochen und dann willst du mir was sagen, dass das und das Kräuter verwendet wurde, okay, und dann sogar konsumiert wurde, okay. Also da wäre ich vorsichtig, okay, wir gehen nach der Lehre von den Ältesten und Aposteln von Great Millstone und von den Ältesten und Aposteln von Great Millstone wissen wir, dass du nicht Cannabis rauchst. Fertig, Punkt, aus, basta, point blank, period. Okay. Okay. Das heißt, danach gehen wir. Wie schädlich, also, ja, von mir aus, dann ist es einerseits schädlich, andererseits fördert es deine Kreativität, andererseits kannst du damit Krebs bekämpfen, wieder andererseits und das und das und das und das und das und das. Okay, es ist umso wichtiger in einer Zeit von in so viel Confusion, weil wie gesagt, es hat immer irgendwie einen Haken, wenn irgendwas legalisiert wird oder kriminalisiert wird. Es hat immer mit irgendeinem Hintergedanken, einem boshaftigen Hintergedanken zu tun in ESAUs System. Es klingt leider irgendwie, keine Ahnung, abgedroschen oder so, aber so ist es halt leider. Okay. Und die Scripture, also die Bibel, sagt dir das eindeutig. Ja, alles, was die machen, hat irgendeinen. Ja, die können nicht schlafen gehen, lass uns da mal ganz kurz rein, die können nicht schlafen gehen, ohne dass sie jemanden zu Fall bringen oder dass sie halt sich da wicked Sachen ausgedacht haben, okay? They cannot sleep, lass das mal, they cannot sleep less they, also roughly paraphrasing, Proverbs 4 und 16 ist es, okay? Proverbs 4 und 16. Proverbs 4 und 16. Okay, und du hast auch Snoop Dogg und wie sie alle heißen, die dir in ihren Musikvideos teilweise sogar zeigen, dass Kiffen so eine Art Connection zu Satan ist, okay, oder so eine Connection in die Spirit World. Und naja, also würde Yahweh Shem Yahweh Shai das wollen, dass wir kiffen, dann würden uns die ältesten Apostel sagen oder das Go dafür geben, okay. Spirit World ist was Schönes, das ist klar, ja, und klar, manche Leute, ja, manche Leute, bei mir zum Beispiel, ich habe in der Vergangenheit, also schon relativ lange her,
habe ich auch mal eine Pappe genommen, heißt es, also LSD genommen, ja, und keine Ahnung, das war lustig und so, und wer weiß, vielleicht hat es auch dazu beigetragen, zu dem, der ich heute bin, ja, aber muss einerseits bedenken, nichts geschieht aus Zufall, okay, also es sollte halt einfach so kommen, und andererseits haben wir für sowas halt einfach kein Go, also es ist nicht, dass du jetzt da hingehst und hier jetzt Drogen nimmst, ja. Okay, das ist nicht der Zweck der Sache. Und das ist Proverbs 4,16, for they sleep not except they have done mischief. Okay, also wenn du das Wort mischief, machen wir gleich. And their sleeps is taken, their sleep is taken away unless they cause some to fall. Okay, in dem Fall Deutschland. Also das Gesetz mag so eine Art wieder, okay, his words smoother than butter. Okay, sagt die Scriptures, dass seine Worte, wie sagt man, geschmeidiger als Butter sind. Ja, es klingt natürlich erstmal für dich gut. Oh, ich darf Cannabis rauchen und so. Jetzt werde ich kreativer. Jetzt kann ich Krebs vorbeugen. Jetzt kann ich, jetzt brauche ich, keine Ahnung, nicht mehr zum Dealer gehen und was weiß ich, ja. Okay, die Bibel spricht aber erstmal nur über Alkohol, dass das eine Art legal wäre für dich zum Konsumieren. Okay, die Bibel spricht davon, ein Glas Wein sozusagen. Du kannst deine Sorgen vielleicht ein bisschen besser bekämpfen, ja, aber in der Bibel geht es immer um Balance, das heißt immer Gleichgewicht. Ja, das heißt, du wirst jetzt sicher kein Drunkard hoffentlich, okay, weil wir wissen aus der Bibel, wir müssen hier a little und there a little, also Proverbs, ich meine, Gebot über Gebot gehen, ja, das heißt hier ein Vers, dort ein Vers. Okay, solltest du kennen mittlerweile den Vers, der davon spricht, okay, here a little, there a little, line upon line. Line upon line. Precept upon precept, genau. Okay, also die Reihenfolge war jetzt nicht ganz korrekt. Normalerweise ist es here a little, there a little. Line upon line, here a little, there a little. Okay, weil wir wollen ja eigentlich hier in diesen Vers erstmal reingehen. Ja, also du siehst schon, ich kann nicht in jeden einzelnen in jeden einzelnen Vers reingehen. Es wären zu viele, aber here a little und there a little. Okay, also du musst halt einfach hier mal einen Vers gucken und hier mal einen Vers und dann kriegst du halt ein Gesamtbild. So funktioniert das halt einfach, okay? Deswegen haben wir ja auch so viele Bücher in der Bibel und so viele schöne Verse, ja? Und was lesen wir? An einer anderen Stelle ein Drunkard, also ein Trunkenbold, oder ja, genau so würde man eigentlich im Deutschen sagen. So würde man es zumindest vor ein paar hundert Jahren sagen. Ein Trunkbold oder ein Trinkbold oder so, ja, der halt immer nicht nur trinkt, sondern auch betrunken, in dem Fall nicht mehr laufen kann, okay? Also, du weißt schon, was ich meine, okay? Jedenfalls, das zeigt dir halt auch, wenn dir was erlaubt ist, ist es nicht bis zum Exzess erlaubt, ja? Bis zum Exzess dann, wo du nicht mehr laufen kannst, okay? Sowieso ist die Frage, wenn du jeden Tag immer an die Grenze fast betrunken gehst, dann machst du sowieso was falsch, okay? Meines Erachtens. Weil, ja, das ist dann auch wieder fragwürdig, ob das gesund ist. Jedenfalls, ja, was können wir hier übersetzen? Also, Proverbs heißt Sprüche, das solltest du wissen. Okay? Falls du mir nicht glaubst, wir sind offensichtlich in der Bibel, okay? Sprüche 4,16, denn sie schlafen nicht, es sei denn, sie haben Böses getan und ihr Schlaf wird ihnen genommen, es sei denn, sie machen jemanden zu Fall. Also ein bisschen flüssiger ausgedrückt, weil das jetzt eine wörtliche Übersetzung ist. Also sie schlafen halt nicht, bevor sie jemanden zu Fall gebracht haben oder halt Täuschung bewirkt haben. Ja? Das heißt, dieses ganze Gesetz hier, Gesetz da und Legalisierung, Kriminalisierung hat damit zu tun, dass sie dich im Endeffekt hinters Licht führen wollen. Okay? Und das kann ich mir auch gut erklären, in dem Fall, wenn sie jetzt zum Beispiel zu dir sagen, hey, Cannabis ist jetzt legal, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass manche junge Leute sagen, ja gut, mit der Truth will ich nichts zu tun haben, weil gemäß den Ältesten und Aposteln von Great Millstone darf ich ja nicht mal kiffen. Okay? Also,
Mag sein, dass sie es jetzt nicht darauf aufgebaut haben, spezifisch, aber Satan hat natürlich über alles Kontrolle, auch im Endeffekt. Okay, der Prince of the Air, wie ich heute auch nochmal gelesen habe. Ja, jedenfalls, Prince of the Air, ja, klar, Yahweh Shai kontrolliert alles und Prophecy und die Bibel ist natürlich auch, sage ich mal, hier in Deutschland richtig gelehrt. Ja, würde heißen, die Hopeful Elect, die wenigen Hopeful Elect, die du hier in Deutschland hast, okay, die Scripture redet darüber, dass es wenig Arbeiter gibt in der TUF, okay, also viele sind gerufen, ja, aber nur wenige auserwählt, ja, also würde heißen, es gibt tatsächlich nur wenige, die dann diese Hopeful Elect wären, ja. Ja, also im Endeffekt, klar, dadurch wären es jetzt nicht unbedingt mehr, sagen wir es mal so. Ja, weil GMS, ja, Great Millstone, großer Mühlstein, wenn du sowas anfängst zu hören hier in Deutschland, wenn du ein Newcomer in the Truth bist, wie auch immer, ja, dann ist es halt so, dass du früher oder später auch über diese Sache kommst. Zum Beispiel auch durch dieses Video. Deswegen machen wir ja die Videos und wiederholen die auch mal, weil ich bin mir sicher, ich habe schon mal ein Video über das gemacht. Ja, und dann ist es halt so, dass du dann natürlich auch wieder vor einer Entscheidung stehst, wohl oder übel, weil das ist nämlich das, worum es eigentlich in dieser Welt, in deinem Leben, in dem Leben eines Menschen überhaupt in erster Linie geht, das ist das Wichtigste überhaupt, ja, will ich da mit dieser Bibel, mit dem Gott der Bibel, insbesondere mit diesen Bündnissen, die halt leider Sachen implizieren, wie einfach sich auf den Weg zu begeben, ja, wahrscheinlich folgen überall, wo es hingeht, und ultimativ wirst du bei den Ältesten und Aposteln von Great Millstone landen. Wenn nicht, dann hast du halt einfach nicht die Wahrheit der Bibel, sondern irgendwas anderes. Und was wissen wir gemäß dem Brief an die Galater? Ganz genau, wer ein anderes Evangelium predigt, der ist verflucht. Ja, es würde heißen, diese Hopeful Elect würden ja auch die richtige Lehre der Bibel haben. Und dreimal das zu raten, ganz genau, es gibt natürlich nur eine richtige Lehre, wenn alle anderen Lehren bzw. Evangelien ja verflucht sind. Ergibt Sinn, oder? Hoffentlich zumindest. Gut. Wir lesen einfach mal jetzt mal in 1. Korinther, ja, bevor wir uns jetzt verplappern, 10,23. Ich will das Video auch nicht zu lang machen, weil der Punkt ist eigentlich schon längst gesetzt. Ja? Also zumindest vom Plappern her. Okay, weil von den Bibelversen könnte man eigentlich ewig weitermachen. Aber 1. Korinther 10,23, all things are lawful for me, but all things are not expedient. Ja, das wäre vielleicht auch hier die Antwort zu den Sachen, Dingen Drogen. Also die Ältesten und Apostel geben dir keinen Go, dass du jetzt da LSD nimmst oder sonst was nimmst, okay. Natürlich war das bei mir auch vor der TUF sowieso, also bevor ich überhaupt was mit der Bibel zu tun hatte sogar, soweit ich mich erinnere. Ja, also klar, meine Eltern haben mich auch damals mit in die Kirche genommen und so, aber was ist das schon, wenn du da in die Kirche gehst? Was das bedeutet gar nichts, ja. Da kriegst du teilweise sogar noch mehr als junger Mensch oder weniger Lust, meine ich, irgendwas mit der Bibel zu tun zu haben, wenn du denen zuhörst, okay? Ist ja egal, jedenfalls, lass uns das mal übersetzen, weil es gibt ja immer die dann sagen, als Ausrede nutzen, ich konnte die Lehre nicht zu Herzen nehmen, weil ich konnte nicht sagen, dass das richtig übersetzt war ins Deutsche. Also erstens bist du selbst dafür verantwortlich, ja, die Bibelverse erstens zu kennen, aber auch zu übersetzen, falls du sie nicht kennst, also die Bibelstelle und den deutschen Übersetzungstext, wie auch immer, ja. Und drittens meine ich, okay, tue ich ja extra hier nochmal vorlesen, ja, also 1. Korinther 10,23, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient dem Wohl der Besserung. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles erbaut mich. Ja, und das ist definitiv wahrscheinlich eher nicht erbauend, sondern dich wird es wahrscheinlich eher zu Satan ziehen, wenn du jetzt da anfängst zu kiffen. Was vielleicht auch einer der Gründe, ich weiß nicht alle Gründe, aber es wird einer der Gründe sein, weswegen Yahweh Baal Shem Yahweh Shai an die Ältesten und Apostel durch den Spirit vermittelt hat, dass das Ganze also nicht erlaubt ist, okay? Also hier One West und so weiter und so fort, okay. Also ganz klar, okay. Und du wirst jetzt auch nicht die Ältesten Apostel von Amerika da jetzt extra deswegen sprechen hören, weil irgendwas in Deutschland legalisiert wurde. Also es ist komplett unwahrscheinlich, okay.
Die haben sich halt ausgesprochen darüber im Allgemeinen, weil es in Amerika, glaube ich, sowieso auch ein bisschen anders ist. Aber wie genau, weiß ich nicht, weil ich auch nicht dort wohne. Ja, jedenfalls haben die sich schon zu dem Thema ausgesprochen. Egal, ob es in deinem Staat legal ist oder nicht legal ist, okay? Klar, was in deinem Staat legal ist, wenn es mit der Bibel auch legal ist, dann kannst du es machen. Aber es ist immer zuerst die Lehre von den ältesten Aposteln von Great Millstone und dann kannst du die Legalität beim Staat mit in Verbindung, in Kontrast setzen und entsprechend dir ist halt erlaubt oder nicht erlaubt dann. Das 1. Timotheus 4 und 12. Let no man despise... Lass mal übersetzen. Niemand verachte deine Jugend, ja, also du bist jetzt da jung und so und du denkst dir, ich bin so jung und da passiert doch nichts, wenn ich ein bisschen kiffe und so und ich habe eh Angst gehabt, dass ich Krebs habe und so. Ja, und das mit dem Krebs, das kann sogar schon sein, ja, aber da müsste man auch nochmal direkt nachforschen, ob das wirklich so ist, ja, das ist bei jedem Mensch auch unterschiedlich. Die meisten Menschen kriegen sowieso keinen Krebs, ja, und dann ist wieder die Frage, geht es auch ohne THC, ja, und was macht THC? Und das ist halt eben dieses Spirituelle, was dieses THC mit sich bringt, ja. Dann gibt es noch diese Anfälle, die manche Menschen haben, ja, dass sie sich jetzt immer so zuckend bewegen und so, und ja, und dann von mir aus, wenn die da jetzt einen Joint rauchen, dann haben sie das nicht mehr den Tag über uns. Und die Bibel spricht auch darüber, ja, manchen Krankheiten ist es besser, einfach tot zu sein, als diese Krankheit zu haben, ja. Aber wie gesagt, es geht immer zuerst um die Tooth, und soweit ich weiß, wir haben immer einen Zugang zum Camp, und wenn du dein Camp findest und dort nach Antworten suchst, wirst du sie dort finden, weil selbst wenn dein Camp keine Antwort findet, dann geht es weiter an nochmal ein anderes Camp, wo dann auch wieder ein Ältester ist und so weiter und so fort, und dann wirst du eine Antwort irgendwann bekommen, wenn du jetzt wirklich so jemand wärst mit so einer ultimativen Krankheit und so. Also wir sind nicht übergerecht und wir sind auch nicht so, wir gehen halt nach den Scriptures, und die Scriptures sagt halt, okay, so und so, manche Krankheiten ist es besser tot zu sein. Und wer weiß, vielleicht, wenn du so einer bist, der diese Zuckungen hat, ja, das müsstest du auch erstmal den Brüdern dann beweisen, ja, oder halt nicht, was halt dann wahrscheinlich eher der Fall ist, weil mir ist jetzt keiner aus dem Camp oder irgendwie bewusst, der mit der Truth zu tun hat, der so solches hat, ja, dann kann es sein, dass du vielleicht sogar die Erlaubnis bekommst, Bestimmtes zu machen, und vielleicht gibt es dann da auch wieder Bestimmungen mit THC und ob du das wirklich brauchst und wie auch immer, ja. Ich habe mich da jetzt nicht so weitgehend mit befasst, weil es mir in erster Linie darum geht, um die halt gesund sind und das halt nicht haben, ja. Und wie gesagt, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, das Video ist auch deutsch, ja, und du wirst halt sicherlich auch selber da entsprechend vom Bescheid wissen, falls da bestimmte Sachen mehr auf dich zutreffen oder nicht. Ja, weil man kann mit den Brüdern, mit der Gemeinde über alles sprechen, ja, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich der allergeringste Fall sein. Aber ausschließen will ich natürlich nichts, okay, weil sonst heißt es nicht, oh ja, der hat das und das erzählt. Nee, okay, sondern ich sag dir, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, manche Krankheiten ist es besser, einfach tot zu sein, statt diese Krankheit zu haben. Und ich kann auch sagen, dass ich gesehen habe, dass es manche mit solchen Krankheiten gibt, ja, und die dann mit einem Joint, ja, wie gesagt, ist halt auch die Frage, brauchst du dafür ein Joint oder reicht auch da einfach ein Öl ohne THC, wenn es das gibt, oder mit oder wie auch immer, ja, da müsste man sich halt rein studieren, ja, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, alles andere muss mit Camp und eigener Initiative geklärt werden, ja. Ich bin nur ein weiterer Bruder, kein Lehrer, der das Evangelium predigt, okay, und dir versucht, die wahre Lehre mitzugeben, die halt einfach ist, dass Cannabis halt nicht erlaubt ist, ja. Und das Thema Gesundheit ist wieder was anderes, okay, ganz, ganz komplett was anderes.
psychische Folgen. Also gehen wir mal auf das Negative auch ein, weil ich jetzt so viel Positives darüber gesprochen habe. Okay, regelmäßiger und intensiver Sie Cannabis konsumieren, desto eher können Sie eine Angststörung, eine Depression oder eine bipolare Störung entwickeln. Zudem erhöht Cannabis Ihr Risiko, an einer Psychose zu erkranken. Okay, und wenn du dir das so anschaust, die Kiffer, die ich heute zum Beispiel da gesehen habe, und auch aus meinem Privatleben habe ich viel mit Kiffern zu tun gehabt. Ein Freund von mir, ganz schlimm, Jamaikaner, okay, das spricht schon für sich selbst. Tribe of Benjamin, die zwei Drittel sind da viel wahrscheinlich drin. Ja. Also produktiv waren wir nicht in dieser, wenn wir sowas gemacht haben. Wir waren eher darauf fixiert, wann das nächste Gras sozusagen wieder für, oder für welches Gras noch stärker ist und was auch immer, ja, für Schmarrn. Und naja, waren wir produktiv oder nicht? Eigentlich war es nur das erste Mal, ja, wo du keine Ahnung, ob das jetzt Sativa oder aktiver war oder wie auch immer. Also ich spreche als jemand, der aber auch Erfahrung damit hat, okay, wo der ein oder andere schon umgefallen ist, weil wir zu starkes Gras geraucht haben. Und ich sag dir ehrlich, also produktiv ist was anderes. Es ist bei Alkohol auch so, das stimmt. Ja, also Alkohol ist auch nicht produktiv. Aber wir reden ja jetzt von Gras. So. Und ja, die Jungs, die sahen jetzt nicht sonderlich produktiv aus. Sie sahen eher aus, als würden sie ihren Flash sozusagen da jetzt genießen und einen vor sich hin lachen. Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob die mich bemerkt haben. Also, okay, naja, gut. Also ich bin, glaube irgendwann war ich 2 Meter, also ich war am selben Weg und irgendwann war ich dann 2 Meter neben denen gelaufen. Also Reaktion war gleich null, okay. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die Bibel auch was von Nüchternheit sagt, okay, und das redet natürlich in erster Linie vom Spirit, okay, und du bist auch nicht nüchtern, wenn du ja den erlaubten Alkohol gemäß der Bibel trinkst, aber du weißt schon, was ich meine. Okay, bist du nüchtern, wenn du Satan und Dämonen einen Eintritt sozusagen in deine spirituelle Aura wenn du ihnen Eintritt gewährst, ja, durch eben diesen Konsum, der dein Gehirn obviously beeinträchtigt, und zwar schwer beeinträchtigt, ja, weil dieser Dampf, der geht direkt ins Gehirn. Okay, bei Alkohol, klar, das geht auch ins Blut und so und Flüssigkeit und so weiter und so fort. Aber Alkohol hat auch ein bisschen was Bereinigendes, um ehrlich zu sein. Klar, es schadet auch dem Gehirn und auch dem Körper und so, aber bis zu einem gewissen Grad soll es sogar gesund sein. Also, du weißt schon, was ich meine. Ich habe es schon erwähnt, okay? Und wie gesagt, gesundheitlicher Aspekt ist sowieso ein anderer. Ich habe schon erwähnt, Alkohol ist das Einzige, worüber die Bibel spricht, was Drogen angeht. Punkt. Wo GMS, The Great Millstone, die ältesten Apostel, zu 100% das so hinstellen, wie sie es hinstellen. Alles andere ist nicht gegeben, weil es die ältesten Apostel in erster Linie nicht so sagen, ja? Weil danach gehen wir. Die ältesten Apostel werden jetzt auch nicht irgendwie in 2 Jahren sagen, irgendwie ein Video rausbringen, wenn es da überhaupt noch Videos gibt. Hier, bitte LSD nehmen, liebe Brüder und Schwestern. Okay, ergibt keinen Sinn. Ja. Ich kenne sogar jemanden, der eine Psychose wahrscheinlich auch durch Cannabis bekommen hat. Kann sein, dass es nur der Cannabis kommt. Konsum von ihm war, kann sein, dass es auch andere Drogen waren, die er genommen hat. Jedenfalls, Vorsicht, 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 okay. Psychosen ist auf jeden Fall keine lustige Sache und du checkst gar nicht, wann du checkst halt erst, wenn du da drin bist, dass du überhaupt da drin bist, und das ist halt leider dann einfach schade. Und ich sag nicht, ich stelle jetzt nicht alles als so hin, als wirklichkeitsnah hin, was so in den ganzen Psychiatrien und in diesen komischen ich bin Psychiater Wannabe-Geschichten da. Also dieses ganze Philosophie ist ja sogar ein Studienfach. Diese ganze menschliche Philosophie, oh, ich bin Psychiater, oh, ich bin Therapeut und was auch immer, ja, auf die scheiße ich alle. Ja, die wissen eigentlich nichts, ja. Und es ist nicht umsonst das Public Fool System genannt bei unseren Ältesten und Aposteln. Ja. Weil ich lasse mir da ganz sicher nicht mal eine Minute, nicht mal 10 Sekunden von einem sogenannten Therapeut oder Psychiater irgendwas sagen. Ja.
soll mal die Bibel lesen und mal, und wenn das Kingdom kommt, ja, dann darf er schön arbeiten für mich. So sieht es nämlich aus, ja. Und erst recht nicht von einer Frau, ja. Frau, ja, okay, ich habe nichts gegen Frauen, aber meine Frau. Okay, eine fremde Frau hat mir nichts zu sagen. Also zu sagen im Sinne von mich beraten, okay, weil eine Frau ist immer ja, die Gehilfin für den Mann, nicht andersrum, okay, also für den Mann wurde die Frau geschaffen, nicht andersrum, hier sagt die Bibel eindeutig, solltest du wissen. Ja, also beides, ja, spielt keine Rolle, ja, weder Frau noch Mann hat mich da irgendwie was zu beraten über mein Leben, wie auch immer, ja. The scripture sagt zwar, they are wiser than Daniel und was gibt's noch? The children of darkness sind in ihrem Tun und Machen hier auf der Erde wiser, also weiser denn, als die Kinder des Lichts. Ja, aber das bezieht sich ganz sicher nicht darauf, dass ich jetzt da mit einem Therapeuten darüber spreche, zum Beispiel, ja, dass ich mein Leben hasse, was ja die Bibel über die Elekt, über die Auserwählten zum Beispiel sagt. Ja. Es hat seine Gründe und Jehovah Shem Yahweh Shai ist in erster Linie nicht mit euch zufrieden, mit dieser Welt zufrieden, mit diesem Rulership, okay, mit diesem Königreich und dieser Korruption und diesen falschen Gesetzen und was auch immer zufrieden. Ja. Und das überträgt sich natürlich auf seine hoffnungsvollen Auserwählten. Ja. Da brauche ich nicht mit einem Psychiater drüber sprechen oder mit einem Therapeut, okay, die keine Ahnung von irgendwas haben, okay, die noch nicht mal ihre eigene Existenz verstehen, okay, nämlich, dass sie the wicked according to the Bible sind, ja. Du kannst jemanden, der dieses Wisdom, Knowledge and Understanding aus der Bibel hat, es sei denn, du bist ein Bruder und willst, okay, die Bibel spricht darüber, iron sharpened iron, also Eisen schärft Eisen, ja, außer sowas geht da nichts. Ja, was willst du demjenigen sagen? Der ist spirituell einfach über dir, der ist spirituell einfach älter wie du, ja, also der hat halt einfach mehr Wissen wie du, meine ich damit, okay? Würde heißen, okay, angenommen, ein Bruder möchte zu einem Therapeut gehen, wer bin ich, dass ich ihn da aufhalte, aber ich würde es erstens niemals einem Bruder vorschlagen oder überhaupt in Betracht ziehen für einen Bruder, aus mir heraus, okay, und zweitens wüsste ich nicht, was er da will, okay, aber das hat jeder für sich zu entscheiden, weil der Bruder, okay, sowas nicht braucht. Ich schätze, wenn du mir einen Therapeuten und einen Bruder von mir hinstellst, okay, dann würde ich sagen, hey, Therapeut, lass mal, okay, oder hier Psychologe oder wie sie sich alle, es sind ja alles Titel, die von Menschen gemacht sind und die ja rein gar nichts bedeuten, sogar Minus bedeuten, ja, würde ich sagen, hey, lass mal stecken, du weißt schon, mit wem du da sprichst, ja, jemanden, der die hundertprozentige Wahrheit kennt, versteht und lehrt, okay, um jetzt einfach ein Beispiel zu nennen, weil ich immer finde, man sollte aufpassen, dass man nicht zu hoch mutig und so weiter spricht. Ja, aber das wäre so jetzt erstmal so, das kann ich so stehen lassen, ohne dass ich sagen kann, das war jetzt irgendwie stolz oder sowas gesprochen. So, dann hätten wir das geklärt. Also wir haben halt einfach gesundheitliche Risiken, die natürlich auch psychische Aspekte, Fassaden haben. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, okay, man kann alles da irgendwie im Gehirn nachforschen, ja, Neuralink, da sind sie ja gerade auch dabei und so weiter und so fort, aber da sagte schon ein Wissenschaftler, habe ich gestern zum Beispiel eine Debatte gehört, okay, da hat so ein Neurowissenschaftler, ich glaube mit Promotion irgendwie Neurowissenschaft, ja, was auch immer, da ihm wurden verschiedene Behauptungen oder Fragen auch vorgelesen, okay, über Neuralink insbesondere, okay, also insbesondere auch bezüglich dem bereits eingepflanzten Chip jetzt bei dieser Versuchsperson, ja, die jetzt da jetzt Mario Kart und so spielt mit den Gedanken und so, ja, also der Typ, der da querschnittsgelähmt ist immer noch, ja, und so weiter. Und der meinte, ja, das meiste, was halt eben in Richtung Depression, ja, Psychosen von mir aus, nehmen wir das da alles so ein bisschen mit rein, alles, was so ein bisschen transparent ist, okay. Das ist halt alles ein sehr, 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 sehr schwieriges Gebiet, okay, und da kannst du nicht einfach
hingehen und das als sicher hinstellen, weil es halt einfach sehr transparent ist. Ja. Da bräuchtest du auch, dann geht es auch wieder an diese Elektronen da und so, da bräuchtest du Abermillionen, Aberbillionen, keine Ahnung wahrscheinlich oder so. Ich weiß es auch nicht, ja, aber auf jeden Fall mehr wie 1000, irgendwas mit rund 1000 oder sowas hat der Chip da von dem Querschnittsgelähmten da. Querschnittgelähmten. Und dann gab es mal einen mit, oder wie war das, oder 3000? Stimmt, ja. Wie auch immer, ja, jedenfalls ist es halt nicht ausreichend und selbst wenn du was ausreichend hättest, meinte auch der Wissenschaftler in 20, 30 Jahren, wo ich ehrlich gesagt nicht dran glaube, dass wir noch so lange hier haben, wenn überhaupt, könnten wir näher in diese Thematiken wie ja, Gedanken von Menschen und sowas reinkommen, im Sinne von, was ist da also auch für Krankheiten und Sachen einfach, die da vorgehen, passieren, ja. Das ist halt einfach, wie schon gesagt, mir fällt kein anderer Begriff dafür ein, sehr transparent ist. Und ja, was Cannabis da jetzt verursacht, die ältesten Aposteln haben es halt einfach richtig gesagt, weil wer weiß, ja, wer weiß, okay? Wer weiß. Deswegen gehen wir einfach danach, was die ältesten Apostel von Great Millstone sagen. Und wir vertrauen darauf, weil die direkt von Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai nicht nur gesandt sind, sondern auch eine Ordnung, eine aufgestellte Ordnung sind. Ja, wie ich es nur oft genug, nicht oft genug wiederholen kann, die einzigste Ordnung, die besteht bezüglich hebräische Israeliten, okay, welche Camps, Richtung Camps, ja, wir sind die einzigsten, die auf der Straße in Sackcloth sind, okay, als Gruppe, okay, die Wahrheit der Bibel haben, wirklich die ganze Wahrheit der Bibel, nicht nur die Hälfte. Okay, wir wissen, ein bisschen Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Also aus der Bibel wissen wir das. Und ja, wir sind halt die Einzigen, die diese Ordnung haben. Dann die ganzen Visionen und Träume, die von GMS sind, also von den Brüdern innerhalb GMS. Und das sind auch zu viele, ja, zu viele, um zu sagen, ja, das stimmt nicht. Okay, das passt nicht. Okay, also man muss eigentlich schon mit der ganzen Information, wie ich es auch gestern von einem Bruder auch nochmal gehört habe, muss man schon sich ans Hirn greifen. Ja, wie der eine Bruder da von IOIC, Remnant Saved 144, hat davon gesprochen, in einem Video gestern, glaube ich, oder so. Ja, der eine Bruder von IOIC, der hat gespürt, angeblich, also sagt er zumindest, wie der Heilige Geist aus ihm raus ist, als er diesen Juice genommen hat. Okay, also du weißt schon, wovon ich rede. Diese Simpfung, Pimpfung, okay? Und ja, bei der ganzen Information, die draußen ist, okay, sollte man sich schon fragen, wie kann es sein, dass GMS so viele Träume, Visionen hochlädt, okay, dann Heiden kommen raus mit Träumen, die halt einfach mit der Lehre übereinstimmen, die GMS hat, ja, und dann, wie gesagt, die Ordnung, die established ist, die Ältesten und Apostel, dann, wie es sogar einer wie Walcott Malone sagt, ja, die meiste Leidenschaft ist auch mit GMS, The Great Millstone, ja, aber in erster Linie solltest du in die Bibel schauen und verstehen, dass Great Millstone die Wahrheit hat, Entschuldigung, ja. Ich werde es jetzt einfach an dieser Stelle beenden und sage doppelte Ehre an die ältesten Apostel mal wieder und ganz wichtig an Great Millstone und Shalom. Und ja, wir wissen, okay, dass in dieser letzten Zeit zu viel kommen wird und ja, Cannabis-Legalisierung, was auch immer der Hintergedanke da ist, es muss auf jeden Fall einen geben. Ja, ist nur ein weiterer Täuschungsversuch. Ja. Der vielleicht will Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai einfach, dass manche gerade stoned oder halt bekifft sind, wenn so die ein oder anderen Sachen geschehen, ja. Okay, stell dir mal vor, du bist bekifft und da kommt so ein Tier aus der Erde, was du noch nie gesehen hast und wo du nicht wusstest, dass es existiert. Dann flecht es dich gleich zweimal. Und dann, wenn es dich auch noch angreift und vielleicht sogar noch tötet, dann hast du echt die Arschkarte gezogen. Und vielleicht will das Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai sowieso, ja, die Scripture redet darüber, die Rache ist sein. Vielleicht will Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai einfach, dass in Deutschland das Judgment noch viel schmerzhafter und extremer wird. Deswegen lässt er manche noch bekifft sein, während sie da elendig sterben, weil sie einfach nichts mit den Geboten zu tun haben wollen, beziehungsweise die Tour verabscheuen, ja, um es irgendwie auch irgendwas beziehen zu können. Ja, klar, es geht um die Gebote und so weiter und so fort. Okay, es geht nicht, wie sagt man,
ja, es geht nicht darum, dass also dass jetzt jeder Bruder jetzt gerade in der TUF sogar schon ist. Manche wachen auch ganz zum Schluss erst auf, okay? Also das ist nicht gemeint, sondern es ist einfach damit gemeint, entweder ist es vorherbestimmt, dass du in die TUF irgendwann kommst oder nicht, nämlich in deiner Lebenszeit, welche jetzt gerade ist, in dieser letzten Generation, wie wir alle wissen. Okay, und ich sage dann an dieser Stelle Shalom, weil das Video auch nicht zu lang werden soll. Shalom.